Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 Last Revelation. Wir sind hier im schönen Ägypten. Ach Gott, die bewegen sich aber schon gleich, wenn ich hier reingehe, oder? Und wir haben einen Fremdführer dabei, der uns irgendwo hinführen wollte, aber das wird nicht erklärt im Spiel. Ich erwarte, dass mich die vier angreifen. Ich erwarte es immer noch, wenn ich ehrlich bin. Klar, wir haben einfach random Lava, verständlich. Habe ich auch immer, weil es so schön ist. Bisher Guide aufsuchen einmal in... Das ist der dritte oder zweite Part? Ich glaube der... Weiß ich gar nicht. Ist das hier der vierte? Also drei Parts dann? Okay, warum auch immer es hier komisch leuchtet. Ich beschwere mich darüber, dass es so viel HP gibt. Wahrscheinlich brauche ich die später noch und deshalb kann ich die hier schon mal farmen. Ach Gott, die Statue gefällt mir auch schon nicht. Die steht doch bestimmt gleich auf und haut mir auf die Fresse. Okay, da ist noch was. Das heißt, da gehe ich erstmal nicht rein. Gucken wir erstmal den anderen Weg an. Wo unser Fremdenfreund lang gelaufen ist. Der läuft doch mit uns rum, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ich meine, er ist... Nein, der war gerade noch da. Im Lavaraum spätestens. Okay, der ist hier. Das heißt, ich soll ihm jetzt das Tor aufmachen, weil er keine Lust dazu hat. Obwohl ich ihn dafür bezahle, dass er mich irgendwo hinführt. Muss ich ihm den Weg zeigen. Okay, gut. Also ich fall rein. Gibt es hier irgendwo ein Auto-Aim? Nein, man kann auch ausstellen, dass man ein Auto-Aim hat. Das sehe ich ehrlich gesagt bei diesem Spiel nicht, dass ich das machen würde. Vor allem, weil es halt ohne Maus gespielt wird. Ist im Wasser irgendwas drin? Ich sehe aktuell nichts. Ich wollte gerade sagen, ich springe mal lieber nicht rein, weil das ist bestimmt scheiße. Und dann falle ich sofort natürlich danach rein. Also hier ist aktuell nichts. Das heißt... Ich mach das auch nicht. Also, nicht da weiter, weil... Was soll ich darin machen? Okay, hier haben wir ein oder zwei Türen, wie man die hier beide aufgehen können. Ist das ein fucking Seil? Das klingt nach einem Safe. Okay, ich ziehe das hoch. Also er hätte legit den gleichen Weg gehen können, wie ich gegangen bin. Da hätte ich mir ersparen können. Okay, aus welchem Modus ist das wieder Lava? Gut. Option 1, ich gehe jetzt über die Dinger, die leuchten. Option 2, ich gehe über die Dinger, die nicht leuchten. Es klingt nach einem Safe. Okay, im Endeffekt ist es anscheinend egal. Okay, ich brauche das Ding anscheinend. Oh, die brennen jetzt alle. Kurz mal eine Lampe anmachen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. Im 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. Okay, und das hier geht nicht an, warum auch immer. Ja, wenn man das Feuer hieten. Okay, ich kann mich hiermit anzünden. Ich kann da nichts machen. Ich verstehe gerade nicht so wirklich, was hier zu tun ist, aber gut. Okay, das ist komisch, dass man nicht direkt auf seinem Safe landet, aber gut. Okay, was haben wir hier denn? Wir haben ein Skarabäus, zwei Skarabäus. Wir haben
1 und 2 von diesen komischen Dingern. Und wir haben so ein. So ein Ding. Keine Ahnung, was es ist. Hieroglyphen. Okay, wenn ich auf irgendwelche raufgehe, dann gehen irgendwelche anderen an. Kann ich das hier nochmal ausmachen mit dem Ding? Was möchte das Spiel von mir gerade? Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Was soll ich hier tun? Ah, hier gibt es noch einen neuen Weg jetzt. Ah, okay, vielleicht soll ich hier was machen. War es da vielleicht einfach nur ein Secret? Okay, noch eine Schrotflinte. Nehme ich gerne mit. Was haben wir hier Schönes? Das Zielding habe ich gesehen. Also es kann sein, dass ich hiermit das wieder ausmache, dass da wieder Wasser ist und dann kann ich das wieder anmachen. Aber das ist halt echt ein scheiß Game Design dann. Okay, die sind wieder aus. Also das ist einfach dumm gemacht. Wieso? Lass mich doch einfach an den Ding da oben ziehen. Was habe ich da für einen Vorteil? Okay, ich würde sagen, dann speichere ich hier einfach, weil... Wenn ich das hier aufmache, dann geht die erste Flamme an. Okay. Okay, das ist eins. Kommt dann hier zwei. Okay, das macht gar nichts. Das macht das hier an. Warum brennt jetzt das? Das verstehe ich nicht. Und bei dem zünde ich das hinten an. Okay. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wirklich null. Das ist eins. Das ist nichts. Das zwei? Hm. Ja, okay, ich muss einfach ganz normal springen oder was? Okay, man kann das sehr schnell verkacken. Das ist zum Kotzen, das ist wirklich nicht gut. Okay, verstehe ich, was ich tun soll. Ich dachte, ich muss hier einfach irgend so ein Rätsel lösen, dass sie eins nach dem anderen aktivieren soll, aber anscheinend muss ich einfach nur springen. Wahrscheinlich muss ich dann dahin springen. Okay, gut. Wenn man es versteht, ist es auch gar nicht so dumm. Aber leider bin ich dumm und verstehe es nicht. Okay, ich habe eine Sanduhr bekommen. Dafür habe ich auch weit zu lange gebraucht, als ich dachte. Und das ist halt auch wirklich doof, dass man das dann nicht irgendwie schnell mal zurücksetzen kann, sondern wirklich immer runterlaufen muss. Weil, warum soll ich das wollen? Jetzt sind wir hier. Ich glaube, jetzt sind wir unten. Und da oben waren wir ja schon mal. Also von oben kommen wir. Dann irgendwo reingelaufen. Und unser Fremdführer wartet jetzt immer noch in der Feuerhalle auf uns anscheinend. Bist du bewegbar? Oder siehst du bewegbar aus? Nein. Also ich höre Getrampel. Irgendwas folgt mir.
Laras Zopf habe ich immer Angst vor, dass das so ein Gegner ist, der gerade hinter mir rumwuselt, aber nein, ist einfach nur Laras Zopf. Können wir hier hoch oder ist das so? Ich glaube so hoch. Ne, es passt sogar, gut. Das ist die Frage, wo wir hin wollen. Also wir können. Okay, er hat den Weg gefunden, das ist cool. Ich kann wieder hoch, wenn ich das wollen würde, aber ich weiß nicht, warum ich das wollen sollte. Okay. Ich habe das Rätsel ohne Guide gelöst, aber ich habe mich ziemlich dumm angestellt. Das ist schon mal ein Punkt. Okay, hier ist dann wahrscheinlich der Weg gewesen, den man normal rausgeht, wenn das Rätsel dann nicht ist. Ich guck's mir trotzdem mal, vielleicht finde ich hier noch was Schönes für uns. Okay, hier ist das Ding und er war vorhin im Raum, ist dann weitergegangen und jetzt hat sich das geöffnet, das heißt, er ist einfach zurückgelaufen. Also mit der zweiten Kammer, wo auch noch Lava war dann. Interessant. Okay, wir sollen jetzt vermutlich den Lichtern folgen. Würde ich mal so tippen. Wir können da rein. Können wir hier klettern oder sieht das nur so aus, wenn wir hier klettern? Es sieht nur so aus, wenn wir hier klettern können. Interessant. Das war's dann jetzt. Gehen wir mal hier lang, wo unser Fremdfrüher, glaube ich, auch gerade reingemeldet ist. Hat sich jedenfalls so angehört für mich. Gesehen habe ich es leider nicht. Okay, er steht vor einer Tür. Okay, er hat anscheinend keinen Bock auf irgendwas. Das ist die Frage, ob ich ihm folgen sollte, wahrscheinlich nicht. Blöde Mistviecher. Also wenn er hier wäre und sagt, yo, ich habe gar keinen Bock mehr, ich hau ab, dann verstehe ich es ja vor der Tür vorher. So schlimm sah die jetzt nicht aus. Okay, ich sehe einen Raum mit Munition für das Gewehr. Oder die Schrotflinte. Also in meinem Guide steht Gewehr, aber ich würde sagen, es ist eine Schrotflinte. Aber das weiß ich schon. Bin nicht Tomb Raider, gell? Die wird schon wissen, was das heißt. Gib jetzt, danke. Okay, komme ich hier einfach hoch oder ist mir das so? Ich glaube, hier soll ich hochkommen sogar. Jo, perfekt. Hallo, wer auch immer du bist. Okay, dir fehlt ein Stab. Brauchst du einen? Soll ich dir einen holen? Ich würde tippen, das ist auch wieder so eine Sandfalle, aber ich weiß nicht, was hiermit ist. Hier ist ja auch kein Platz oder so, dass man irgendwie lang könnte. Ah, hier ist noch ein HP-Kit. Habe ich übersehen tatsächlich. Also die sieht man doch wirklich schlechter als den meisten Untergründen, weil es einfach so fast dieselbe Farbe ist. Mal gucken, was es hier noch gibt. Soll ich einfach meinem Fremdführer hinterherlaufen? Oder hat er mir das nur so umsonst gezeigt? Das war die falsche Richtung. Kann sein, dass ich schon wieder einen Knopf übersehen habe oder sowas, oder einen Schalter oder irgendwas anderes. Weißt du, dass ich hier lang gelaufen war? Hier? Ist er hier? Nein. Also können wir natürlich weitergelaufen sein. Ich glaube, aber ich soll ihn gar nicht suchen. Aber ich gucke einfach mal. Vielleicht soll ich ihn, oder vielleicht kann ich ihn ja doch finden. Hier ist immer noch nichts Interessantes, weil ich immer nicht darüber komme. Weil das Seil zu kurz ist. War ich da unten? Da war ich, oder? Ja, stimmt, da gab es das. Ach, das. Nicht Schalterrätsel, das Klingending.
Okay, weiter. Als hier kann ich zurückkommen, weil das Ding zu ist. Ist er jetzt despawned einfach? Wäre ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier noch zu tun ist. Ich verstehe es nicht. Und wo ist das zweite Teil vom Osiris? Was? Osiris? Nee, vom Horus-Auge war. Horus war. Ja, hier das Klingending. Aber hier ist er auch nicht. Dann weiß ich leider nicht, wo er hin ist, weil weiter kommt er nicht. Er könnte sich jetzt noch innerhalb des Lava-Beckenraumes verstecken. Aber warum sollte er das tun? Okay, wir haben es auf jeden Fall angeguckt. Da wollte ich eigentlich nicht runterfallen. Ich wollte jetzt wieder zurück nach unten und gucken, ob ich noch alternative Wege habe. Also den Weg, wo der Fremdführer reingelaufen ist, hat mir jetzt nicht so weitergebracht. Ich könnte mal rechts von der Sphinx gucken, wenn es eine Sphinx ist. Von dem Gesicht auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall alles mit Sand verschüttet. Das ist schon mal nicht so gut. Ich glaube, hier kamen wir raus. Okay, da kann ich anscheinend nicht hoch. Aber hier könnte ich hochklettern. Da ist anscheinend nichts. Hier ist es eigentlich hauptsächlich nur dunkel gerade. Ich sehe nicht so viel. Nach oben bringt es mir auch nichts. Da war ich ja schon. Oder komme ich ja sogar her. Ich könnte hier noch rein. Oder war ich hier? Nee, hier kam ich, glaube ich, runter, oder? Ja, hier kam ich her. Stimmt, bei dem anderen unten konnte ich nicht rein, weil da eine Tür ist. Also nicht eine Tür, sondern so ein... Keine Ahnung, wie man es nennt. Wann? Ach nee, Moment, das war oben. Oder? Wo war denn das? Ich glaube, es war oben. Stimmt, oben ist er auf der... Also von hier aus gesehen praktisch jetzt links neben, hinter uns reingegangen. Und auf der rechten Seite war so eine komische... bemalte Wand mit Hieroglyphen oder sowas. Und hier unten war einfach nur so eine Steinwand. Ich würde gerne einfach hochspringen und gucken, ob es hier was gibt. Hier zum Beispiel. Gibt es hier was Interessantes? Nein, schade. Also ich würde vermuten, dass ich hier was machen soll, aber ich finde es schon wieder nicht. Gibt es hier welche Löcher an der Wand, wo ich meine Hand reinhalten kann? Oder kann ich einfach rüberklettern? Ne, Moment mal. Das hier ist sowieso noch der andere Raum, der davor ist. Gibt es hier was zum Rausziehen? Nein. Gibt es hier was zum Rausziehen? Nein. Die sind nicht so, als wären die rausziehbar. So, dann ist hier eine Höhlenwand. Ich habe zwar Shift gedrückt, damit ich mich festhalte, aber da denkst du, so brauche ich nicht. Hier kann ich da bestimmt irgendwas rausziehen, oder nicht? Die Dinger wirken zu hoch, oder? Nö. Kann ich die Statue wegziehen? Das ist springen? Stimmt. Ne, ich wollte eigentlich... Ah ja, der möchte was haben. Habe ich was für ihn? Nein, er möchte aber, obwohl doch, er könnte das Ding haben, stimmt. Ja, ist doch kein Stab, ist das Ding hier. Ah, okay, macht natürlich Sinn. Ich habe echt gesagt, erwartet, dass er einen Stab halten sollte und ich keinen habe. Ich habe gar nicht an dieses Zeit-Ding gedacht, das Sanduhr-Ding. Dass da was zu tun haben könnte. Okay, es gibt hier einen Weg rein. Das Ding schon wieder hochgefahren. Ich habe nicht nach vorne gedrückt, aber gut Spiel. Wenn es unbedingt sein muss. Wird das hier noch voller oder ist das hier das Maximum und ja. Das war's. Ich glaube, es ist das Maximum, das war's. Dann würde ich sagen, springen wir schnell hoch. Und gehen schon mal wieder in den Hauptraum rein. Mal kurz die Waffe.
Weil ich irgendwie Angst habe, dass sie jetzt gleich wieder auf mich vierkommen, weil ich höre schon Gekrabbel. Okay, wir müssen jetzt dahin. Okay, der Sand ist hier so wie weggeflossen, warum auch immer. Ich würde sagen, ich hab's gefunden, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao.